erstmal. Oh. Oh. Genau. Und diesmal ist sie dabei. Nicht, dass ihr was passiert. Anscheinend nicht so schlimm. Ah, warte mal, ich habe die falsche Waffe. Ich habe mich schon gewundert, warum der so viel aushält. So. Schon besser. Ja, genau. Das macht er öfter, dass er das Lied pfeift oder summt. Das finde ich auch sehr witzig. Aber ist halt auch ein legendärer Ohrwurm aus dem ersten Teil des Lied. Wer hat nach dem ersten Teil nicht wochenlang dieses Lied in den Ohren? Bitte was? Das summt er auch unterm Skateboardfahren öfter. Na, nachladen. Oh oh. Ich vergesse manchmal, dass ich das kann. In der Anderswelt. Das ist nämlich ganz nützlich eigentlich. Aber halt nicht unbegrenzt, das verbraucht Fokus. Aber trotzdem, das ist eigentlich gerade bei den langsameren Gegnern schon ganz nützlich. Oh oh, nachladen. Void. Das sieht so albern aus. Das ist, weil die Waffe ist zwar super stark, aber dafür auch super langsam. Und deswegen ist die Nachladeanimation so komisch. Also das Nachladen ist langsam, das dauert ewig. Und irgendwie sieht das albern aus. Aber gut, kann sie jetzt die Monster eigentlich auch sehen? Das würde mich interessieren. Warte mal, wir sind doch mit dem Kampf, Cutscene. Was machst du da? Ja, danke. Vorsicht, oh Gott. Zum Glück sind das nur Betäubungsgeschosse. Vergesse ich manchmal. Diese blöden Dinger, ey. Die gehen mir auf die Nerven. Und dann verdrücke ich mich. Hier gäbe es noch so viel Loot und Monster-Loot könnte ich gut brauchen. Ich hoffe nur, dass die nicht immer wieder spawnen, weil das wäre nervig. Ach, die droppen leider nur Munition und Schrott. Naja, okay. Weiter geht's. Ich war jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Ist das jetzt schon das Ende von Kapitel 3 anscheinend? Oder bis jetzt war immer das Kapitelende so ein Horrorpart? Könnte schon sein. Wer weiß. Zach, I think we found a laboratory.
Speichern wir mal. Okay, sind das menschliche Organe in diesen Gläsern hier? Könnte sein, ne? Suche nach Hinweisen. Schauen wir mal. Präparierte Organe untersuchen. Notizbuch. Ich glaube, mehr haben wir hier eh nicht, oder? Nee, Notizbuch ist das einzige hier noch. Okay. A research log. No, it looks more like a journal. Look, Zach. This belonged to Lena Doman. Hmm. A professor to the very end. This book is filled with all sorts of detailed notes. Hmm. She studied abroad during school. Most likely, in order to get as far away from her father's prejudice as possible. Abroad, she studied chemistry and fire dynamics, then cultivated the groundwork for Saint Rouge. Huh. If what's written in this journal is to be believed, Saint Rouge is a naturally derived substance. That must mean it's something akin to ayahuasca, the hallucinogen found in the Amazon region. But Saint Rouge wasn't actually produced here. It appears that a special environment is necessary to summon the Red Demon. Oh, ist das etwa jetzt die Origin Story? Aber dann würde er... Ich denke mir immer, der kann gar nicht zu sehr auf den ersten Teil eingehen, weil sonst müsste ja quasi der Francis York Morgan aus dem ersten Teil Elemente erkennen. Also wenn jetzt hier schon irgendwie dieser Forest vorkommen würde. Wie hieß er gleich nochmal? J.F., oder? Oder H, wie hieß er? Mir fällt der Name nicht mehr ein von dem. Aber ist ja egal. Deswegen kann der eigentlich fast hier noch nicht vorkommen. Aber egal. Schauen wir mal weiter. Was sich hier noch so entfaltet. Zach, look at this. It's her. No, him. It says that when Lena was still known as Lenny, he once fell in love with a woman. He fell in love with his older sister. That matches up with what PJ mentioned just before he died. And apparently, they... had a daughter. The Clarkson's family tree is far more complicated than I could have imagined. You can say that again. And here it says that the Clarkson's older daughter later fell in love with someone in town and got married. Then she must still be somewhere in this town. Und ich weiß genau, wer sie ist. Did you know about all this? I don't know. Ja, ja, ich hab's schon beim letzten Mal gesagt. Ich weiß ganz genau, worauf das hinausläuft. This entry is from right after Lenny became Lena. Zach, what could this mean? A salesman passing through town gave me an epiphany that changed my life. She didn't create Saint Rouge until after she met this person. And from that point onward, she started fanatically worshipping someone. She also ceases to mention anything more about her older sister, and the word goddess of fertility starts appearing everywhere. Final entry, written just before she headed to the Clarkson's house. No one can stop my plan, not even me. My only worry now is P. I only pray the fool king can stop him. Zach, it looks like we've uncovered yet another new character. Who's the fool king? This is starting to read like a badly written tragedy. And P. It appears that Lena's worried about whether or not the Fool King will be able to stop our investigation and successfully murder this P character.
Philip or Professor? No. It can't be. Oh. No, don't kill him! Patricia. P wie Patricia. Patricia war die ganze Zeit in Wirklichkeit nicht unser Assistent, sondern ein Wachhund. Ein Spion. Hi there, Hoongan. Long time no see. This is definitely your simplest oracle by far. Pineapple. Patty. Now it all makes sense. Zach, we need to hurry back to the hotel and put all this in order. Ah ja. Also, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die Patricia die Tochter von Professor R. und der ältesten Tochter von dieser reichen weißen Familie da sind. Ziemlich sicher. Also quasi von den Geschwistern. Aber was ich nicht gedacht hätte, ist, dass sie das weiß und dass sie wahrscheinlich von denen oder von ihr, der ältesten Tochter, die noch lebt, angeheuert wurde. Also auf mich angesetzt wurde. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das heißt, dass Marvin, den ich so cool finde, der so ein netter Charakter ist, mit denen unter einer Decke steckt. Ich meine, offensichtlich, oder? Der ist der Mann von ihr. Ach ja. Naja. Ich bin gespannt, wie das jetzt... Das ist aber... Ich mochte das schon im ersten Teil. Ich mag den Twist und den Plot. Ich mag diese Kombination aus total albernen Szenen und gleichzeitig aber auch wirklich einer echt coolen Krimi-Story eigentlich, finde ich. Die Untertitel sind sehr verwirrend. Also die Untertitel sind sehr anders als die Sprachausgabe. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich dachte nämlich ursprünglich, wahrscheinlich gab es eine japanische Synchro und dann wurde das ins Englische und ins Deutsche separat übersetzt, man kennt das ja, aber die englische Synchro ist die original japanische, es gibt keine andere, also das wurde in Japan original englisch synchronisiert und deswegen weiß ich nicht, wie die deutschen Untertitel teilweise auf den Blödsinn kommen, die da übersetzen manchmal. Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke, dass die vielleicht nur die japanischen Untertitel hatten und die übersetzt haben und dann kam teilweise was ganz schön anderes dabei raus, wie es im Original eigentlich ist. Ist meine Theorie. Ich weiß es nicht. Aber manchmal weichen die Untertitel schon sehr stark ab. Oft ist es nur anders formuliert oder anders umschrieben, aber ab und zu ist es tatsächlich auch sinnverändernd. Das ist natürlich doof. Und das Spiel stürzt ab. Nein, ich darf hier nur nicht Skateboard fahren, oder wie? Okay, ich darf hier nicht Skateboard fahren. Ich hab's verstanden, ist in Ordnung. Fahren wir nicht Skateboard. Aber da liegt noch was, das nehmen wir noch mit. Aber was der letzte Hinweis von dem Voodoo-Kerl da war mit der Ananas, Pineapple, verstehe ich nicht, was er mir damit sagen will. Okay, wir sollen ins Hotel zurück. Ist gut, machen wir. Ach, Casa Pineapple, jetzt verstehe ich's. Unser Hotel heißt so. Aha, okay, ja gut. Das macht dann Sinn.
Oh yeah! Auf ins Casa Pineapple! Ich weiß nicht, warum der immer mit den Ohren wackelt, wenn er redet eigentlich. Aber so ist das bei Hasen halt. Ich meine, habt ihr schon mal einen Hasen sprechen gehört? Eben. Würden sie es tun, würden dauernd die Ohren wackeln währenddessen. Deswegen tun die das so selten. Die schämen sich. So, dann sortieren wir unsere Hinweise mal neu, unsere Beweise, unsere Indizien. We found many new truths hidden in Lena Doman's journal. Good. And some of them went far beyond our wildest dreams. Aktualisierung. First, we should clear up who PJ's first daughter is. She was a complete mystery until now. But after reading Lena's journal, I became convinced of something. She still lives somewhere in this town. Lena's journal stated that this woman married someone from the same town. Did you figure it out yet, Zach? Yeah. Who is PJ Clarkson's first daughter? Ach so, wer es ist? Naja, die Mutter von Patricia. Und das ist die dicke Frau, die wir mal kurz in der Cutscene gesehen haben. Anfangs scheinbar zusammenhangslos, aber jetzt macht alles Sinn. Hieß die Lee wahrscheinlich... Nee, Candy Woods müsste es sein, genau. Yes. Melvins beloved wife and the most beautiful woman in town. Candy. Ganz genau. She's PJ Clarkson's first daughter. Ganz genau. Which means that just like Galena, Candy also carries his blood. Ganz genau. Now we know why Melvin said that Galena was a beauty who could attract a lot of attention. Okay. Candy had no interest in the inheritance. And was also sexually liberated. That must be why PJ ended up coddling Lenny so much. Hi, this is a Drellgun. Candy is supposedly sick, but she's now become a key person in our case. She must be why Melvin's gone missing. Melvin's beloved wife, Candy, committed a transgression in her past. Zach, what was it? Inzest mit ihrem Bruder. That's right. Candy had intercourse with her younger brother, Leonard. Then she gave birth to a child. A child that we know very well. We never heard any mention of her biological father anywhere in town, despite how much these country folk love to spread rumors. I knew there had to be some secret connected to her birth, but I never thought it'd be something like this. It's beyond anything I ever could have imagined, Zack. Next up is the Fool King, Zack. All you need to do is pick out the person who acted most like a fool when we encountered them. Honestly, the answer is clear. And it's a painful one to accept. Das stimmt. Ist wirklich painful. Marvin ist so cool. Hieß der Marvin? Ich glaube schon. Aber Marvin mochte ich wirklich gerne. Das war, glaube ich, auf Anhieb einer meiner Lieblingscharaktere. Wahrscheinlich absichtlich. Und jetzt ist der quasi einer der Strippenzieher. Oder zumindest, naja, mal schauen. Isn't it, Zach? Ja, finde ich wirklich. Melvin, nicht Marvin. Genau, das war's. Melvin ist cool. Melvin. He's got to be the Fool King. The way he's acted from the moment he located Lisa's body up to now. The way Galena was murdered, silenced, without any resistance. His discord with the Clarksons, the words PJ left behind. And the engineer boot prints we saw at the discovery site. Die Schuhabdrücke von Ingenieur Boots am Altar, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber was mit dem Riesen? It feels like the missing puzzle pieces are all falling into place now. Nee, das mit dem Riesen, der die Leiche geklaut hat. Und warum die Leiche klauen, das verstehe ich alles immer noch nicht. But why did he decide to take part in Lena's plan?
According to Patricia, he seemed to be avoiding Lena. There's no way he actually could have believed that the goddess of fertility would come and save the town. Oh. So that's it, Melvin. As you nursed Candy, you too became corrupted by Sang Rouge. Drugs rob people of their judgment. They slowly but surely eat away at their users. That's most likely the reason it took Lena so long to enact her plan. I don't know what to say, Zach. This is absolutely unbearable. Lena fell in love with her older sister Candy, and the two of them had intercourse. But afterwards, Lena realized that there was a disparity between her body and her mind, and descended into suffering. Finally, Lena left home and decided to live on as Professor R. Meanwhile, Candy fell in love with Melvin, which led to her leaving home as well. I could only guess that Lena and Candy's relationship continued after they left home. Then, their strange love transformed into something else that bound them together in a powerful new way. Lena must have periodically delivered Sang Rouge to Candy as offerings to the goddess of fertility. It's hard to keep going with this, Zach. You know where it's all leading, don't you? Nee, jetzt weiß ich nicht, worauf du hinaus willst. If Lena's plan was to kill off every last Clarkson aside from her goddess, then her next target is PJ's last living descendant. Patricia Woods. She's in danger. We need to hurry. Ja, aber warte mal, die steckt doch mit den... Also ich meine, das ist doch wirklich... Naja, okay. Wird schon stimmen. Genau meine Meinung. Zach, the climax is upon us. Whoever hit me in that control room sure wasn't holding back. The blow was so devastating that I passed out instantly. There aren't many people who could do that. They hit me right in my head, so my memories are fuzzy. Not my finest hour, to say the least. Now, what should we do next? First, we're going to need to refresh ourselves a little. Sunbathing, Zach. Let's go bask in some liquid sunshine that's just as hot as the sun out there. Okay. Wir kennen ja seine bizarren Ermittlungsvorgehensweisen. Wenn er sonnenbaden will, dann gehen wir sonnenbaden. Gibt es etwas Besseres? Als Kaffee! Ach so! Ja, Kaffee! Soll ich einfach einen Kaffee trinken oder wie? Vertraue immer den Kaffee. Hier bitte. Nee, da müssen wir wahrscheinlich ins Restaurant gehen und dann einen Kaffee trinken.